Die Forschung besteht aus anwendungsorientierter Forschung, Grundlagenforschung und ingenieurtechnischer Entwicklung. In Unternehmen wird die Forschung kommerziell zur Steigerung von Produktion und Absatz genutzt. Zunächst werden Grundlagen erforscht, neue Kenntnisse und Erfahrungen gesammelt, ohne direkten Nutzen daraus zu erzielen. Dann werden diese Grundlagen, Erkenntnisse und Erfahrungen technologisch weiterentwickelt zur Lösung praktischer Probleme. Die Konstruktion eines Produktes gliedert sich in mehrere Phasen. Zunächst wird ein auf den Grundlagen der Forschung basierender Prototyp entwickelt. Darauf folgt die Konstruktion des Prototyps. In der letzten Phase wird der Prototyp auf Herz und Nieren getestet. In der Fertigungsplanung geht es darum, die Produktion des neu entwickelten Produktes für die Firma wirtschaftlich zu gestalten. Alle gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen werden ausgewertet. Es wird ein optimales Fertigungsverfahren ausgewählt. Zum Schluss werden die passenden Maschinen und der Fertigungsort gewählt. Die Massenproduktion am Band der Serienfertigung kann beginnen.